Ja. Terence und Bud. Terence und Bud, nicht schwätzen. Hallo. Hallo. Terence. Ja. Schaffen es die beiden oder schaffen sie es nicht? Die ganze Strecke mit dem Rhönrad und es dürfen höchstens 3 Flaschen zerbrechen. Wenn eine Flasche zerbricht und sie kommen nicht mehr weiter, natürlich Pech. Ja. Geht's oder geht's nicht? Ich sage ja. Und, es geht. Und Bud? Ich habe nein. Ah, es geht schon wieder los. Okay. Ja. Dann wird wahrscheinlich auf jeden Fall etwas passieren. Was wird passieren? Was ist euer Wettangebot? Einen Moment bitte. Ihr wollt es mir gerade sagen. Besprecht in Ruhe. Wir gucken okay. Nochmal, was hier passiert. Er rollt sich also ein hier und die beiden Herren beraten sich. So. Ich kann es Ihnen also auch auf jeden Fall vorher mal zeigen. Hier ist eine beliebige Milchflasche. Ich tausche die mal, oder kann ich dies, mache ich da was kaputt, wenn ich die austausche? Lieber nicht. Ja, tauscht da bitte mal eine aus, damit ich beweisen kann, dass da wirklich jede beliebige Flasche mit Wasser, so nimm die bitte rein und irgendeine raus. Okay, so, also, hier ist Wasser drin. Bitte schön, kann ich das hier ohne Probleme? Und das Ganze ist auch wirklich eine normale Flasche. Wollen wir einmal riskieren? Na, dann muss ich es runterschmeißen. Fernsehen darf man das, zu Hause nicht. Achtung! Ah! So. Und jetzt, also es war eine ganz normale Milchflasche und es war auf jeden Fall und wieder Arbeit gemacht. Aber ich muss es einfach beweisen, sonst heißt es ja, naja, das sind Panzerflaschen. Oh, jetzt die Firma Birkenstock hat auch mitgearbeitet hier. Da sind also die Latschen, in die er einsteigen muss. Seid ihr inzwischen zu einem Schluss gekommen? Ja, etwas, aber ich muss es, er hat es. Soll ich es sagen? Was ist das? Egal, einer von beiden ist der Sprecher. Er sagt, dass ich verliere, ja? Ich muss mit Henry Maske boxen. Ein Boxer? Aber, wenn er gewinnt, dann muss ich mit Henry Maske boxen und er spielt Schichtrichter. Das hat er geschickt gemacht. Wie geht es? Auf jeden Fall boxt Terence und er macht auf jeden Fall Schiedsrichter. So, das ist ein Freund. Das ist ein Boxkampf gegen Henry Maske am Ende der Sendung. Ja, Terence, da fliegen die Fäuste. So, aber jetzt konzentrieren wir uns ganz auf die Wette. Rebecca, seid ihr soweit? Gut. Tanja? Okay. Nico? Auch. Top, die Wette gilt. 3 Minuten, gute 21 Meter. Wenn's Feuerwerk losgeht, habt ihr es geschafft. Oh, jetzt ist es wieder knapp. Es ist eine Minute Zeit noch. Nicht hetzen, noch ist keine Flasche kaputt. Oh. Ja, noch ein bisschen. Ja. Es knackt und knirscht. Und jetzt durchziehen. Noch 45 Sekunden. Ah. 34. 25. Jawohl. Hoppala. Klasse. Toll. Hat's wehgetan? So, komm zu mir. Nico, komm. Toll. Es sah wieder etwas ungefährlicher aus, was die Flaschen betrifft.
Es hat geknirscht, es hat geknackt zum ersten Mal, dass keine einzige kaputt gegangen ist. Das nenne ich Glück, hat in der Probe nie geklappt. Und hier haben wir Bud Spencer, Terence Hill. Das gab es noch nie auf einem Haufen, die beliebtesten Prügelknaben der Nation. So, du siehst, ja, ja, oh ja, bevor wir über irgendetwas anderes reden, du weißt, was du dir eingehandelt hast. Die Frage natürlich, nimmst du die Herausforderung an, dass wir auch gleich deinen Wetteinsatz brauchen? Wir gar nicht mehr zu diskutieren. Ich staune, dass man beim ZDF auch Leute überfährt. Ich habe mir ganz was anderes ausgedacht eigentlich. Wolltest was häkeln oder? Und als ich diese Geschichte hörte, war ich etwas beruhigt, weil er mein Gegner sein wird. Und natürlich werde ich in dem Falle zusagen. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem meine Wette wenigstens mitgewinnen werde. Aber da kann ich nur nicht Nein sagen. Er wird nachher wetten und das ist eine tolle Wette. Aber jetzt erstmal eine Frage, die du auch gerade angesprochen hast. Ich begreife das nicht so ganz. Also für mich ist natürlich immer Boxen jetzt und mit dir ist das für ganz Deutschland so neu zum Thema geworden. Du bist unser Bester, beziehungsweise bist aber, wie nennt sich das, Halbschwergewicht. Richtig. Und dann sagen wir mal Cassius Clay und so und das ist dann also noch eins drüber. Kannst du dich in diese Gewichtsklasse reinfuttern oder wird das ausgemessen oder wie ist das mit diesem Schwergewicht, Halbschwergewicht? Ja, das ist wirklich ganz machbar, weil um im Schwergewicht auch souverän boxen zu können, ja, müsste ich wahrscheinlich 20 Kilo zunehmen. Ah ja. Und 20 Kilo aktive Masse nicht eben, so wie du es beschrieben hast, drauf essen, sondern die 20 Kilo umsetzen und dann sich damit auch noch sehr gut bewegen. Ich glaube, den Zahn habe ich mir bei Zeiten gezogen, das habe ich nicht angefangen. Ich bin jetzt 31 und ich glaube, ich werde als Halbschwergewichtler doch, denke ich, auch meine Sportart beenden. Du wirst einen kleinen Vorkampf fighten. Terence Hill, Henry Maske. Er macht Ringrichter. Diese Nacht, immer wieder. Die Nacht, tonight, the night. Donaggio, Italiener. Italiener haben ja ein Gefühl für Western. Ja, und er ist berühmt in Amerika, macht er die Palma-Filme, hat er gemacht. Mhm. Ja. Brian De Palma. Mhm. Ja, also, ja, gespannt. Sehr gut. Troublemakers. Ja, But Spencer, Terence, oh, der Mann steht noch mit gebrochenem Knie auf, siehst du? Ich kannte schon Vanessas Video. Ja. Und das ist sehr gut. Und ja, ich mag klassische Musik sehr gerne. Dein Verhältnis zur Klassik, Henry? Immer wieder mal. Immer wieder mal? Zur Entspannung. Ja. Hast du jemals ein Instrument gespielt, Bud? Bist du Klavier? I love the classical music. Ich liebe klassische Musik, ja. Und Vanessa ist auch natürlich wunderbar. Wunderschön. Das wäre natürlich schön, sie Geige und du Bass. Ja, liebe so, bum, bum. Seid ihr ab und zu mal Gambler? Ich meine, in den Westernfilmen muss man ja immer wieder pokern und so weiter. Habt ihr auch privat so einen? Er ist ein guter Gambler. Ja? Ja, sehr gut. Ja. Pass mal auf, Vanessa, pass auf. Kann ich ein paar Freunde Hallo sagen? Aber natürlich, ich habe kleine Freunde. Ich habe Marco, hallo. Ja, und Marco. Patrick. Und ich habe auch einen neuen Freund heute gehabt, der ist Julia. Julia, ja, die Freunde von Terence. Hast du auch einen Freund? Bitte schön, Patsch. Alle sind deine Freunde. Ich habe keine real friend hier. Och komm, alle lieben dich. Alles. Arme Bud hat keine Freunde. Alle lieben Bud. So. Das ist die Trommelabteilung. Bleib sitzen. Henry, Terence, Bud. Guck mal hier, die Arme wird gleich zerquetscht. Bitte schön in die Mitte. Hast du schon einmal mit so vielen Herren auf der Bank gesessen? 16 Jahre. I'm extremely lucky tonight. Nein, ja, ich habe wirklich viel Glück.